Also, der Saukopftunnel ist ein Verkehrstunnel in Weinheim, hat also nichts mit iPredator oder sonst irgendwelchen Tunneln nach Schweden zu tun. Wurde, soweit ich mich recht erinnere, irgendwie 98 oder 99 gebaut, eröffnet. Und am letzten Wochenende war Tag der offenen Tür. Und da erzähle ich euch mal so ein bisschen, was ich da an Infos mitgenommen habe. So, ein paar allgemeine Daten. Der Tunnel ist 2,7 Kilometer lang, hat eine Verkehrsröhre, einen neu gebauten Rettungsstollen und es kommen bis zu 20.400 Fahrzeuge täglich dadurch. Das ist so ein bisschen die Verbindung in den Odenwald. Früher wurde der Verkehr über die B3 und noch irgendeine Bundesstraße einmal an der Wechnitz entlang in den Odenwald geroutet. Das war immer so ein bisschen unlustig, wenn man da fahren musste, weil ein Haufen Verkehr da einfach war. Und das Ganze hat sich wohl sehr stark entspannt, seit es den Tunnel gibt. Der Tunnel war eigentlich technisch schon veraltet, als er eröffnet wurde, weil Stand der Technik war damals, dass man Tunnel grundsätzlich zweiröhrig baut. Warum, ist klar. Wenn es einen Unfall gibt auf der einen Fahrspur, können die anderen Fahrzeuge eben den Tunnel noch verlassen. Es gab auch keinen Rettungsstollen, sprich, wenn da ein Unfall gewesen wäre, hätte man durchaus Probleme gehabt, den Tunnel zu verlassen. Ergo, großes Desaster. Deswegen hat man sich dazu entschlossen, da einen Rettungsstollen nachzurüsten. Und aus diesem Grunde hat man den Tag des offenen Tunnels gemacht. Den hat man 2010 schon mal gemacht, um jetzt einfach nochmal zu zeigen, was denn so Stand der Technik ist. Es gab leider keine Besichtigung der Technikzentralen und es war auch nur 400 Meter des Tunnels begehbar von den 2,7 Kilometern. Haben sie vermutlich deshalb gemacht, weil einfach nicht genug Personal einfach sonntags arbeiten möchte. Und außerdem, also ist ein Tunnel, ja. Also, nein. Ist ein Tunnel, da passiert eigentlich jetzt groß nichts in den letzten 2,5 Kilometern, die da überbleiben. 2,3. Das ist der Eingang vom Tag der offenen Tür. Gab es lecker Bratwürste, der Tunnel, der begehbar war, hat auch lecker nach Essen gerochen. Die Freiwillige Feuerwehr war da, es gab eine Beamerwand und ein Vortragspodest, das ich selber persönlich nicht mitgenommen habe, weil es war brutal kalt an dem Tag. Und wer denkt, im Berg wird es wärmer, da wurde nicht viel wärmer. Hier so ein bisschen eine Info über den Tunnel, also er ist nicht ganz gerade, sondern er steigt in Richtung Mörlenbach ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wie viele Meter es sind. Ja, so 50 Meter werden es sein, Höhenmeter, wenn ich das richtig interpretiere. Das Spannende ist, was ich bisher nicht wusste, ist, dass in der Mitte des Tunnels eine Abluftzentrale ist. Die konnte man leider auch nicht besichtigen. Man kann sich aber oben den Schornstein angucken. Habe ich an dem Tag nicht gemacht, weil er ist mitten im Wald. Das Betriebsgebäude West, also da war auch der Tag der offenen Tür, also er ging quasi bis hierhin. Bis hierhin ging der Tag der offenen Tür quasi, danach war abgesperrt. Sowohl der Rettungstunnel als auch der Haupttunnel. Und wie es auf der anderen Seite aussah, weiß ich nicht, da war ich nicht drin. Hat wohl vollkommen ausgereicht. Hier so ein bisschen, wie der Tunnel eigentlich aussieht, aufgebaut schematisch. Sieht hier die Zuluft, den Rauchabzugskanal, ein bisschen Peripherie unten, weil wenn da irgendwie Wasser auftritt, will man über die Drainage das Wasser auch wieder raus haben aus dem Tunnel. Und was jetzt neu dazugekommen ist, ist ungefähr alle 200 Meter ein Querschlag zu dem Fluchttunnel, den zeige ich gleich nochmal. Hier noch ein bisschen nach Internetrecherchen eine genauere Skizze, ich werde die Folien auch später online stellen. Das hat irgendein Professor, der irgendwas mit Abflusstechnik da gedoktert hat, in seiner Vorlesung drin. Die Quelle habe ich leider nicht mehr gefunden, weil ich das im PDF rauskopieren musste. Quelle Internet. Quelle Internet, genau. Also das ist eigentlich, ja,
jetzt nicht unbedingt so spannend. Spannender war eigentlich das, was im Rettungsstollen zu sehen war, weil er halt neu gebaut wurde. Der verläuft parallel zum Hauptstollen, nicht ganz parallel, sondern man hatte immer so ein bisschen eine Schwankung, wahrscheinlich je nachdem, wo sie besser, also das Ganze wurde bergmännisch vorgetrieben und wahrscheinlich je nachdem, wo halt dann irgendwie Granit war, wo sie nicht bauen konnten, sind sie halt irgendwie drumherum, ich weiß nicht, also ist nicht gerade und auch nicht parallel. Alle 270 Meter gibt es einen Querschlag zum Hauptstollen, ob es jetzt 270 sind oder nicht, kann ich nicht genau sagen, das ist eine gute Schätzung. Bei jedem Querschlag gibt es einen Technikraum. Und zwar haben die in dem, das zeige ich gleich, das ist im Prinzip so ein Querschnitt von dem Tunnel und man sieht hier dieses etwas größere Runde, das ist der Teil, in dem so tatsächlich in diesen, das ist halt ein bisschen größere Höhle, und dort haben sie tatsächlich ein Mauerwerk reingesetzt, also quasi ein Gebäude im Querschnitt, so ein Technikcontainer quasi gebaut, mit jeder Menge Technik drin, das zeige ich euch gleich nochmal. Und was auch spannend ist, wir bauen in dem Rettungsstollen Überdruck auf. Warum? Damit, wenn es im Haupttunnel brennt, dass der Rauch nicht über den Rettungstunnel entweicht, sondern dass der Rauch im Haupttunnel bleibt. Deswegen wird im Rettungsstollen ein Überdruck aufgebaut. War am Tag der offenen Tür nicht der Fall, weil hätte nichts gebracht, wenn da ständig die Tür auf und zu geht. Deswegen haben sie gesagt, wir machen gleich die Tür komplett auf, lassen das mit dem Überdruck einfach weg. Und Feuerwehr ist eh vor Ort, da wird schon nicht so viel passieren, hoffentlich. Gut, das ist hier der Eingang zum Rettungsstollen, der sieht eigentlich relativ unspektakulär aus. Das hier ist die Lüftungsanlage, die den Überdruck aufbaut. Die Maschinerie dazu hat man leider nicht gesehen, allerdings kann man abschätzen, dass das schon relativ groß ist, weil wenn man hier sieht, von hier bis hier hinten, das sind mal gut 10 Meter. Und auf der Rückseite war auch ein relativ großer Auslass mit einem Rauchmelder davor. Also ich gehe mal davon aus, dass wenn das Ding in Betrieb ist, dann kann man da einen guten Luftzug mitnehmen. Das ist der Rettungsstollen an sich. Man sieht hier ganz schön, dass es eigentlich völligst egal ist, ob der gerade ist oder nicht. Weil Rettungsstollen, den haben sie ja bergmännisch vorgetrieben. Der muss an der Seite nicht gerade sein. Das muss auch nicht schön aussehen. Das ist größtenteils mit Spritzbeton ausgefüllt. Also sie haben da anscheinend gebuddelt einfach Spritzbeton drauf. Und gut ist, man sieht hier, das müsste die Drainage sein, also sprich der Ablauf für Wasser, das sich sammelt in den Gullis, die man hier so ansatzweise sieht. Man sieht hier oben eben die Beleuchtung und das ist so ein Schild aus dem Rettungsstollen, damit man halt sieht, wo man hin muss. So sah es früher auch im Haupttunnel aus. Also wenn man dann irgendwie zwischen 60 Meter und 0 Meter ein Hindernis hat, dann darf man 2,6 Kilometer in eine Richtung laufen. Deswegen hat man sich, glaube ich, dazu in letzter Instanz entschlossen, einfach noch einen Rettungsstollen dazu zu packen. Weil wenn da irgendwas passiert, da kommt keiner mehr raus. Jetzt natürlich schon. Das ist wieder im Rettungsstollen, das sind Kameras, die sich spannenderweise hier über diese Box direkt auf Glasfaser umsetzen, wenn ich den Techniker richtig verstanden habe. Im Rettungsstollen ist auch keine Datenverbindung in Kupfer ausgelegt, sondern ist alles Glasfaser. Glasfaser deshalb, weil wir haben eine Länge von 2,7 Kilometern zu überbrücken. Da können wir unter Umständen Einstreuungen, was auch immer, da war es dann wohl sinnvoller, einfach mit Glasfaser zu legen. Beziehungsweise, wenn ich den Kollegen richtig verstanden habe, sind die Kameras auch direkt auf Glasfaser über einen Umsetzer aufgeschalten. Wir gehen halt von einer dieser Metallboxen, die man hier sieht, in die nächste und wird dann direkt wahrscheinlich auf Layer 2 oder Layer 3 irgendwie ummoduliert. Wie das genau ist, was sie für eine Technik verwenden, habe ich leider nicht in Erfahrung bringen können. Aber wenn ich ihn, wie gesagt, richtig verstanden habe, liegt da eigentlich nur Glasfaser in dem Rettungsraum.
Das ist hier so ein Betriebsraum mit dem Mauerwerk, was ungefähr alle 270 Meter verbaut ist. Ich habe dann mal eben mein Lockpick-Set geholt und bin da mal rein. Nein, war offen. Also der zweite war offen. Da ist schon erstaunlich viel Technik drin. Und wenn man bedenkt, dass es vermutlich in jedem Technikraum alle 270 Meter der Fall ist, dann fragt man sich natürlich, wozu das Ganze? Ich habe eben erwähnt, es gibt einen Überdruck im Rettungsstollen. Wenn es wirklich im Tunnel brennt und man aus diesem Tunnel in den Rettungsstollen rein möchte, wird man die Tür nicht aufbekommen, weil es einen Überdruck gibt. Deswegen gibt es diese Technik-Racks, die dafür sorgen, dass, ich glaube, mit Hydraulik die Türen so weit aufgedrückt werden, dass man sie von Hand wirklich voll aufdrücken kann. Weil man wäre nicht in der Lage, gegen Überdruck diese Tür aufzudrücken, weil sie in Richtung des Tunnels schließend. Die Türöffnungen sind batteriegesichert, also mit einem Batterie-Backup, falls der Strom ausfällt. Vermutlich sind auch über die S7, die dort verbaut ist, die kompletten Sicherungen gesteuert, weil der Techniker sagte auch, wenn eine Sicherung ausfällt, kriegen die das mit. Ich vermute mal, dass es jede Sicherung betrifft. Kann ich jetzt nicht genau sagen, ob das wirklich der Fall ist. Ich habe mir die Verkabelung jetzt nicht so genau angeschaut, weil war auch viel Betrieb. Man sieht hier oben ganz gut die Glasfaseraufschaltung. Sprich, die S7 ist vermutlich an Ethernet und dann über Ethernet auf Glasfaser Ethernet aufgeschaltet. Was in den anderen zwei, also ich habe insgesamt zwei Racks fotografiert, die anderen beiden habe ich nicht gesehen. Es gibt hier ein bisschen Audiotechnik zu bewundern. Das erfordert jetzt ein bisschen Erklärung. Und zwar, es reicht nicht, wenn man einfach irgendwie einen Verstärker nimmt und da lauter Lautsprecher dran macht, sondern man möchte auch schon den Leuten irgendwie gezielt in ihrer Sektion, wenn sie wirklich aus dem Tunnel raus müssen, Kommandos erteilen. Und deswegen gibt es hier von E-Tech Spider so Umsetzer, die quasi von auch wieder Ethernet, Layer 2 übrigens, auf XLR-Ausgänge gehen. Das sind jeweils vier Kanäle. Das sind die E-Tech Spider 04, die auf vier Vierfachverstärker gehen, womit sich dann insgesamt, also 270 Meter, wenn ich davon ausgehe, dass die tatsächlich in jedem Technikraum gleich aussehen, kann ich 12 Zonen steuern. Das reicht halt, um in dem Fluchttunnel, sagen wir mal, ein paar Sektionen abzubilden und auch in dem Querschlag, in dem sich auch nochmal Notrufgerätschaften befinden. Das hier ist die Lüftungszentrale, die habe ich leider auch nicht besichtigen können. Da bin ich mit dem Techniker im Gespräch, ob man da vielleicht eine Führung bekommen könnte. Das ist einfach mal so ein 5 Meter breites Loch auf Google Maps mitten auf dem Berg. Wenn man da beim Geocachen draufstößt, ist das fucking creepy. Warst du da schon mal Geocachen? Das ist echt ordentlich, das ist ein Riesenturm. Stehst du da vorher so, ja. Macht das wenigstens schön Krach oder ist es eher so spooky? Ruhig. Okay. Also das Ding ist so hoch, dass du den Lärm eigentlich nicht mitkriegst. Okay. Ja, es ist spannend, weil also ich habe auch ein bisschen warm raten, ob die Lüftungszentrale jetzt unterirdisch im Tunnel unten ist oder ob die wirklich unterhalb von diesem Turm unterirdisch ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass die unterirdisch im Tunnel ist, weil es auch im Plan so angezeichnet war. Die Jungs machen Fernwartung. Also normalerweise ist der Tunnel nicht besetzt. Die Betriebszentrale ist nicht besetzt, ab und zu vielleicht mal schon jemand, der halt Wartung machen muss, aber im Regelfall ist da keiner. Steht auch eine lustige Handynummer dran, die habe ich aus Datenschutzgründen mal nicht gepostet, wer sie haben möchte, schreibt mich an. Der Tunnelbetreiber ist, ich weiß nicht genau, ob das jetzt der Rhein-Neckar-Kreis ist, aber der Techniker, also der Sicherheitsbeauftragte war vom Rhein-Neckar-Kreis und er sagte eben, dass sie die Alarme über Handy bekommen. Und bei einem Alarm können die sich direkt mit einem UMTS-Modem auf die Steuersoftware, die sich in Technikräumen befinden, einloggen und da Dinge tun. Das funktioniert bei dem Handyempfang im Tunnel, der immer noch trotz Verbesserung eigentlich immer noch ziemlich schlecht ist? Nee, du hast im Tunnel ja keinen Handyempfang, sondern du hast
Das kann ich nochmal zeigen. Wie wird das denn mit dem UMTS laufen? Ne, die haben außen. Achso, die haben außen. Die haben außen hier sind Antennen. Das sind Handyantennen, die direkt auf zwei Funktürme in Sulzbach gehen. Das habe ich verifiziert dank der wunderbaren Datenbank der Bundesnetzagentur, die sehr präzise die Standorte der Handymasten anzeigt und so Pi mal Daumen zeigen die dahin, weil das sind zwei Antennen, die andere sieht man hier nicht gut, auf einem anderen Bild sieht man die später besser. Die gehen tatsächlich so ein bisschen versetzt und das ist genau die, ja, so Pi mal Daumen, da wo die beiden Funktürme sind. So, wir waren stehen geblieben bei der Fernwartung, genau. Die gehen tatsächlich über VNC auf eine Windows-Software. Die Polizei in Weinheim hat eine Standleitung zum Tunnel. Das heißt, hier gibt es eine doppelte Absicherung. Und die ganze Software sieht so aus. Fand ich jetzt gar nicht mal so schlecht von der optischen Gestaltung her. Man hat eigentlich alles hier, was man braucht. Man sieht, ob es Alarme gibt, ob die Lüftung aktiv ist, wie die Temperaturen im Tunnel sind. Ja, also ich hatte in der Ankündigung geschrieben, ja, wie man Tunnel hackt. Ich gehe nicht davon aus, dass da irgendeine Passwortsicherung von VNC her ist. Also sprich, die einzigste Hürde wird vermutlich sein, die Telefonnummer von dem UMTS-Modem rauszufinden. Die Zugangsdaten da rein zu suchen, ja, und dann ist der Tunnel eurer, theoretisch zumindest. Praktisch ist es natürlich nicht ganz so trivial, weil da müsste man erstmal UMTS abhören. Wie genau das technisch funktioniert, weiß ich nicht. Ich also glaube auch nicht, dass die da in irgendeiner Art und Weise einen Internetzugang haben. Ja. Wenn da jemand mehr Infos hat, immer her damit. Es wird natürlich den Sicherheitsbeauftragten vom Kreis Rhein-Neckar freuen, dass ich das erwähne, weil ich ihm zugesichert habe, dass ich einen Vortrag an ihn schicken werde, auch zwecks Besichtigung. Aber wir sind halt wir und wir sind halt immer interessiert dran, wie eben der Sicherheitsstand ist. So, Betriebstechnik ist im Prinzip, ja, was ich schon gesagt habe, Glasfaser-Internet komplett durch den Rettungsstollen durch. Wie es im Haupttunnel aussieht, weiß ich nicht. Die Kameras sind wohl direkt auf Ethernet aufgeschaltet, was ja durchaus auch Sinn macht, weil wenn man schon Glasfaser verlegt, braucht man nicht extra noch Kupferleitungen legen von analogen Kameras. Mal, ich glaube, 110 Stück sind es im Rettungstunnel alleine, also ungefähr alle 25 Meter eine. Das wäre ein ziemlicher Kabelsalat. Ja, die Ansagen über Audio gehen über Ethernet, keine Verbindung zur Außenwelt, außer über UMTS oder die Standleitung zur Polizei. Ein paar random Informations, die ich von dem Sicherheitsbeauftragten mitgenommen habe, ist, dass die Stromversorgung von extern nicht redundant ausgelegt ist. Da gab es auch 2010 einen Brand in der Technikzentrale, wo dann der Tunnel für ein paar Wochen geschlossen werden musste. Die Schottenöffnungshilfen sind batteriebackupt, weil wenn es wirklich zum Katastrophenfall kommt und der Strom weg ist, warum auch immer, dann kriegt man halt die Tür nicht mehr auf. Deswegen kriegt man über diesen Batteriebackup auf. Das Problem an der Sache ist, wenn der Strom weg ist im Tunnel und die Lüftung nicht läuft, dann erstickt man in relativ kurzer Zeit. Und die 1000 Ampere, die die Lüfter brauchen zum Anfahren, kriegt man über Batterien nicht geregelt. Was aber durchaus geht, ist, dass die Feuerwehr mit einem Dieselaggregat vorbeikommt, normalerweise innerhalb von 15 Minuten sich an die Tunnelsteckdose steckt und darüber den Strom zur Verfügung stellt. Was auch spannend ist, es gibt eine UKW-Einspeisung für bestimmte Sender, dass man eben im Tunnel auch Radioempfang hat. Das ist normalerweise, recht, wenn ich mich recht erinnere, an den Tunneleingängen gekennzeichnet. In dem Fall habe ich es nicht gesehen. Wir haben es gesehen. Verstanden. Als du es pauschal gezeigt hast, stand da was von Radio ein.
Ja, Radio ein, aber es steht halt nicht der Sender drauf. Normalerweise hast du nämlich eine Information, welche Sender im Tunnel empfangbar sind. Was durchaus natürlich wichtig ist, weil der Tunnelbetreiber kann, soweit ich informiert bin, über diese UKW-Frequenzen, die normalerweise von dem Radiosender kommen, deswegen auch die Radioantennen am Eingangsbild, auch eigene Ansagen über den UKW-Sender reinschicken. Hier sieht sind die Schilder an allen Tunneln eigentlich ersetzt durch Radio an. Ich habe also lange keins mehr gesehen. Okay. Ich gehe davon aus, dass sie inzwischen irgendwie alle Frequenzen einspeisen einfach. Das kann natürlich auch sein, ja. Hier ganz, weil die Leute schalten sowieso nicht um. Ja. Und das ist jetzt technisch nicht so kompliziert. Ja, also hier sieht man nochmal die beiden GSM-Antennen oder UMTS-Antennen, wie auch immer. Das hier ist wohl die Antenne für die Radiosender zu empfangen, um sie dann einzuspeisen. Das hier ist so ein Notruf-Kästen. Das Ganze läuft noch analog. Also habe da extra nachgeguckt beim Hersteller. Das ist analoge Technik. Wie es mit dem Feuermelder aussieht, weiß ich nicht. Jetzt habe ich das Gefühl, ich habe nur eine Folie übersprungen. Nee, das war es tatsächlich schon. Ja, also ich fand es eigentlich recht spannend, dass da doch schon relativ viel Hightech, gerade alle 270 Meter in so einem Technikraum, 4 Racks komplett voll sind, fand ich schon recht spannend. Auf der anderen Seite, ich meine, ist es auch ein bisschen sinnvoll, wenn man so guckt, was im Katastrophenfall eigentlich getan werden muss, um die Leute auch wirklich zu dirigieren. Zum Beispiel, wenn aus irgendwelchen Gründen ein Ausgang nicht funktioniert, keine Ahnung, damit sie Leute zum anderen Ausgang schicken können. Sonst sei das Ganze irgendwie erst 100 Meter in die eine Richtung, um dann wieder in die nächste Richtung zu gehen. Dann will die Leute schon gezielt dann auch ausführen. Ja, das war's soweit. Ja, Frage? Edi, weißt du, was mit dem Bild von den Kameras ist? Wird es ständig übertragen oder nur im Notfall? Wird es auch über die UMTS-Strecke übertragen? Oder? Das Kamerabild wird in die Technikzentralen übertragen und kann dort von den Bedienstellen aufgerufen werden. Beziehungsweise was die in der Vorführung gemacht haben, Entschuldigung, beim Tag der offenen Tür, die hatten in dem Technikraum Nummer 2, also sprich der zweite Querschlag, da hatten die einfach Netzwerkkabel zu ihrem Notebook und haben von Notebook aus die Kameras direkt auf dem Notebook angezeigt. Ich gehe davon aus, weil der Sicherheitsbeauftragte sagte auch, dass sie das auch über VNC von extern, von unterwegs über UMTS machen können, allerdings das Kamerabild sehr langsam ist, was natürlich verständlich ist. Also ich gehe davon aus, dass es einfach über das lokale Netz, über die Glasfasern eingespeist wird, ohne irgendwie groß darum zu setzen. Bloß halt noch die Standleitung zur Polizei einordnen. Klar. Da läuft ständig das Bild. Ja. Gut, weitere Fragen? Gut, dann bedanke ich mich. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.